Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Am Samstag ist es wieder soweit. Der Grand Slam of Darts steht an und so langsam kommen wir auch der WM immer näher. Wir sind in der richtig heißen Phase des Jahres und jedes Ergebnis gewinnt an Relevanz. Der Grand Slam findet vom 11.11. bis zum 19.11. statt und wird in Wolverhampton ausgetragen. Es ist ein Ranking Major, was bedeutet, dass das Preisgeld mit in die Weltrangliste zählt. Insgesamt werden 650.000 Pfund ausgeschüttet, wovon der Sieger des Turniers 150.000 bekommt. Sprechen wir nun einmal über die Besonderheiten vom Grand Slam. Zunächst ist die Weise, wie man sich qualifizieren muss, anders als bei allen anderen Turnieren. Hier wird nämlich zum großen Teil nicht auf irgendwelche Ranglisten geguckt. Wenn man im Zeitraum vom letzten Grand Slam bis zum jetzigen Grand Slam in einem Major-Finale stand, ist man qualifiziert. Da natürlich einige Spieler mehrfach in Major-Finals standen, gibt es eine Reserveliste mit Spielern, die ein European Tour Event oder PES Championship Turniere gewonnen haben. In diesem Jahr wurden damit 4 Plätze aufgefüllt. Diese waren Chisnell, Ratajski, Pietrzko und Van Dijvenbode. Es qualifizieren sich auch die beiden Finalisten des Jugendweltmeisterschaftsfinale. Letztes Jahr waren diese Rock und Gervan. Auch der Erstplatzierte der Challenge Tour, Barry van Peer, und die Nummer 1 der Development Tour, Gian van Veen, sind mit dabei. Zudem kriegen die Women's World Matchplay-Siegerin Bo Greaves und Fallon Sherrock durch die Women's Series einen Platz. Die internationalen Qualifier in Asien und den USA haben Haruki Muramatsu und Stowe Bunce gewonnen. Letztendlich wird das Feld durch einen Tourcard-Qualifier aufgefüllt, bei dem sich Noppert, Bunting, Searle, Rafferty, Hatter, Lennon, Claremaker und Dolan durchsetzen konnten. Damit ist das Feld von 32 Teilnehmern komplett. Die zweite große Besonderheit ist das Format. Die 32 Teilnehmer werden in 8 Vierergruppen aufgeteilt, wo jeder einmal gegen jeden spielt. Das Format dabei ist First to 5 Legs. Die ersten beiden jeder Gruppe kommen ins Achtelfinale, die anderen beiden scheiden aus. Ich denke, damit ist erstmal das Wichtigste gesagt. Bevor ich jetzt jede einzelne Gruppe analysiere, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommen wir als erstes zu Gruppe A. Diese besteht aus Michael Smith, James Wade, Christoph Ratajski und Nathan Gervan. Favorit in dieser Gruppe ist natürlich Michael Smith. Doch James Wade hat sich auch letztens bei der EM sehr stark präsentiert und es bis ins Finale geschafft. Auch Ratajski war in diesem Jahr immer wieder mal gefährlich und konnte 2 Titel gewinnen. Gervan sehe ich hier in der Gruppe als ganz klaren Underdog. Michael Smith tippe ich auf den ersten Platz und Wade schafft es auf Platz 2. Ratajski und Gervan scheiden damit aus. In der Gruppe B befinden sich Johnny Clayton, Chris Doby, Josh Rock und Barry van Peer. Alle haben für mich eine gute Chance aufs Weiterkommen. Chris Doby hat sich in diesem Jahr schon einige Male bewiesen und ich sehe ihn hier tatsächlich auf Platz 1. Clayton spielt ein Jahr mit Höhen und Tiefen, aber ich glaube, für Platz 2 reicht es hier. Van Peer hat eine starke Saison auf der Challenge Tour gespielt und auch bei der WDF lief es gut für ihn. Ich denke, er könnte hier potenziell eine Überraschung schaffen, aber in meiner Prediction vote ich ihn mal zusammen mit Josh Rock raus. Bei Gruppe C habe ich eine eindeutige Meinung. Humphries und Anderson gehören zu den besten Spielern aktuell und gehören auf Platz 1 und 2. Von Lennon hat man in diesem Jahr gefühlt noch nichts gesehen und Van Dijvenbode spielt in den letzten Monaten die schwächsten Darts seit langer Zeit. Die beiden sehe ich ausscheiden. Gruppe D ist mit Gervan Price, Ryan Searle, Gian van Veen und Nathan Rafferty sehr stark besetzt. Price geht als Favorit in die Gruppe und ich glaube, hier kommt niemand am Iceman vorbei. Er belegt Platz 1. Um den zweiten Platz werden wohl Searle und van Veen kämpfen. Searle spielt kein schlechtes Jahr, aber immer wenn er es in weitere Runden bei einem Major schaffen will, scheitert er an den Doppeln. Van Veen hat sich spätestens bei der EM im Oktober als einer der heißesten Newcomer präsentiert. Dort erreicht er das Halbfinale und schlägt namhafte Gegner, unter anderem van Gerwen, im Viertelfinale. Doch ich denke, Searle kann es schaffen, über die kurze Distanz in der Gruppenphase gefährlich zu werden und er kommt weiter. Die beiden Youngsters Van Veen und Rafferty scheiden damit aus. Gruppe E könnte ebenfalls sehr interessant werden. Peter Wright, Dave Chisnell, Stephen Bunting und Stowe Bunce sind hier vertreten. Man darf nicht vergessen, für Wright ist dies die Generalprobe für die WM. Direkt nach seinem großen Triumph bei der EM fährt er zu den letzten beiden Players Championship Events des Jahres, um sich für die Players Championship Finals Ende November zu qualifizieren, doch er scheitert zweimal kläglich in Runde 1. Das Jahr von Wright ist also weiterhin ein Auf und Ab. Stephen Bunting spielt seit ein paar Monaten neue Darts und ist in Topform. Vor allem über die kurzen Distanzen auf der Pro Tour spielt er gerne Average im 100er Bereich. Erst beim Qualifier für den Grand Slam fertigt er Martin Schindler im entscheidenden Spiel mit einem Average von 111 Punkten ab. Ich sehe ihn hier auf Platz 1. Chisnell hat bei den meisten Majors in diesem Jahr versagt. Auch beim Grand Slam sehe ich ihn verlieren im Duell um Platz 2 mit Wright. Damit fliegen Chizzy und Bunce raus. Bunce ist zwar ein interessanter Spieler, aber ich denke, in dieser Gruppe kann er nicht mithalten. Gruppe F ist dann eine sehr unspektakuläre Gruppe. Sie besteht aus Danny Noppert, Andrew Gilding, Brandon Dolan und Haruki Muramatsu. Noppert sehe ich hier klar auf Platz 1, auf den zweiten Platz tippe ich Andrew Gilding, womit Brandon Dolan und Haruki Muramatsu ausscheiden. In Gruppe G befinden sich Mike van Gerwen, Rob Cross, Martin Claremaker und Fallon Sherrock. Ohne große Überraschung sehe ich hier natürlich Mike van Gerwen die Tabelle anführen. Zwischen Cross, Claremaker und Sherrock könnte es interessant werden, weil es bei allen immer stark auf die Tagesform ankommt. Cross kann jedes Spiel gewinnen, aber genauso jedes verlieren. Claremaker muss diese Chance nutzen und Sherrock hat sich bereits beim Grand Slam bewiesen. Ich erinnere mich noch sehr gut an das 170er Finish, mit dem
nachdem sie Clemens 2021 nach Hause geschickt hat. Letztendlich wähle ich hier die sichere Variante mit Cross auf dem zweiten Platz und die anderen beiden scheiden aus. Damit sind wir in der letzten und vielleicht spannendsten Gruppe angekommen. Nathan Aspinall, Damon Hatter, Ricardo Pietrzko und Bo Gries kämpfen hier um zwei Plätze im Achtelfinale. Hatter ist einer der konstantesten Spieler auf der Tour. Er ist bei jedem Turnier dabei und hat auch schon Titel in diesem Jahr gewonnen. Ich denke, er schließt diese Gruppe als erster ab. Bei Pietrzko hat man natürlich immer seinen Triumph in Hildesheim im Kopf. Doch bei der EM hat er sich ebenfalls stark präsentiert. Er schlägt den Titelverteidiger Ross Smith und liefert sich dann einen starken Kampf gegen Van Gerwen, den er knapp verliert. Auch Pietrzko ist ein Spieler, der über kurze Distanzen unfassbar gefährlich ist. Ich denke, er macht Aspinall einen Strich durch die Rechnung und wird Gruppenzweiter. Auch wenn sich das irgendwie falsch anfühlt, tippe ich Aspinall und Greaves raus. Biasp hat mir einfach zu wenig gezeigt nach seinem Sieg beim World Matchplay. Greaves hat sich bei den letzten Women's Series Events menschlich gezeigt und auch einige Spiele verloren. Ich glaube, für sie reicht es noch nicht auf der großen Bühne gegen die Elite des Darts. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr auf ihren Auftritt beim Grand Slam. Und damit ist es jetzt wieder einmal Zeit für die K.O.-Phase und ein Bracket. So, und da sind wir wieder in meinem Photoshop-Dokument. Ihr seht, diese Balken hier ganz außen sind leer, weil es diesmal kein 16-Finale, sondern nur ein Achtelfinale gibt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach wieder wie immer links oben an. Im Achtelfinale ist die Distanz bei Best of 19 Legs. Das erhöht sich dann direkt in der nächsten Runde auf Best of 31 und bleibt dann bis zum Finale so. Also es sind schon starke Distanzen, die man da gewinnen muss, wenn man das ganze Event gewinnen will. Deswegen fangen wir oben links an mit Mike Smith gegen Johnny Clayton. Ich glaube, Smith macht das hier und kommt ins Viertelfinale. Clayton, bisschen inkonstant gewesen, aber auch Smith hat ein komisches Spiel gegen Wright bei der EM. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher bei dem Ding hier. Aber ich glaube, dass Doby es tatsächlich gegen Wade schaffen wird. Doby ist ja einfach jemand, der gefühlt immer ins Viertelfinale kommt und dann rausfliegt so. Außer jetzt bei den Masters, die hat er ja gewonnen. Aber sonst ist das gefühlt immer so. Kann auch mal große Namen rausnehmen. Price gegen Anderson. Ich glaube, Anderson ist stark auf der Pro-Tour. Aber bei diesen großen Turnieren, vor allem gegen einen Price, der ja den Grand Slam liebt, den schon dreimal gewonnen hat, ich glaube, da reicht es dann einfach noch nicht. Wobei, ich freue mich sehr auf das Spiel. Es ist ja ein sehr geschichtsträchtiges Spiel beim Grand Slam. Dieses Finale damals, legendär. Humphries gegen Searle ist jetzt eine gute Frage. Weil wenn Searle jetzt schon so weit kommt, beziehungsweise die Gruppenphase einfach übersteht, dann traue ich ihm auch immer was zu und er könnte die Überraschung schaffen. Deswegen gehe ich hier einfach mal mit Searle, dass er Humphries rausnimmt und es ins Viertelfinale schafft. Es geht rechts oben weiter bei Bunting gegen Gilding und da, ihr wisst, Bunting gefällt mir einfach super gut in den letzten Monaten. Er spielt so, so gut mit seinen Darts, tippe ich ihn ganz klar weiter. Bei Noppert gegen Wright bin ich mir sehr unschlüssig. Wright hat das Duell entschieden für sich im Halbfinale bei der EM, aber schafft das jetzt auch? Ich meine, wenn er schon jetzt in die Runde schafft, dann denke ich mal, dass er auch in guter Form ist und Noppert bezwingen wird, aber bei Wright, es ist weiterhin eine Wundertüte, glaube ich. Van Gerwen, Pietrzko, gleiches Format wie damals bei der EM, beziehungsweise vor einem Monat bei der EM, meine ich. Wieder Best of 19 und über diese Distanz ist es nicht nur für Pikachu schwer, da irgendjemand zu schlagen, sondern generell für jeden ist es da schwierig, Van Gerwen zu bezwingen. Deswegen sehe ich hier einfach Van Gerwen vorne. Der wird das machen und sein Gegner wird Damon Hatter. Auch bei Cross. Cross ist auch immer eine Wundertüte in diesem Jahr, wie er spielen wird. Der kann ja auch Hatter einmal komplett wegrasieren. Könnte auch passieren. Aber gut. Wir sind jetzt im Viertelfinale angekommen. Wie gesagt, immer ein großer Sprung von der Distanz her. Mike Smith, Chris Doby. Boah, da muss ich jetzt mal überlegen, aber ich glaube, komm, Smith macht es und schafft es ins Halbfinale. Das wäre ein typischer Doby-Move, wieder mal im Viertelfinale raus. Aber kommen wir jetzt mal zu Price gegen Searle. Auch hier erwarte ich eigentlich keine große Überraschung. Und ich glaube, Price liebt diesen Grand Slam einfach und wird ins Halbfinale einziehen. Bunting gegen Wright, ich glaube, jetzt ist es mal an der Zeit für Bunting, dass er auch mal seine gute Leistung ein bisschen belohnt und bis ins Halbfinale kommt. Und da wartet dann, ja, wer wartet da auf ihn? Ich glaube, es ist Mike Van Gerwen. Zack. Vote ich ihn hier ins Halbfinale. Damit haben wir die Halbfinale stehen. Smith gegen Price, Bande gegen Van Gerwen. Wäre ein sehr starkes Line-Up. Auch hier eigentlich nicht so viel Risiko wieder gegangen. Aber gut, wir machen weiter. Smith gegen Price, wen sehe ich da vorne? Und ich glaube, irgendwann, ja, es ist an der Zeit für Price, nächstes Major-Finale für seinen nächsten Versuch auf den Grand Slam-Titel, seinen vierten Titel zu holen. Und er wird es im Finale mit Van Gerwen zu tun bekommen. Damn,
Das ist mal wieder keine wirklich riskante Prediction. Aber gut, wir werden sehen. Und ich glaube, Price belohnt sich diesmal. Er spielt ein so gutes Jahr. Aber man hat ihn nicht richtig auf dem Schirm, weil er irgendwie dann in den entscheidenden Momenten doch nicht da ist. Und dann doch hier da verliert. Auch letztes Mal führt er so hoch gegen Noppert im Viertelfinale bei der EM und lässt sich dann noch irgendwie 10 Legs abnehmen, obwohl er schon mit 8 Legs geführt hat. Also ganz komisch, aber den Grand Slam liebt er einfach und das lässt er sich nicht nehmen. Er wird der neue, ja, beziehungsweise der vierfache Grand Slam Champion. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Prediction haltet und wen ihr natürlich als Champion vom Grand Slam seht. Das interessiert mich auch immer sehr. Also ab damit in die Kommentare, Like dalassen, Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.